Gesellschaft wird älter, wir sind eine alternde Gesellschaft. Oder? Und das braucht eine Veränderung in den Perspektiven. Und da müssen alle mitschaffen. Wir sind alle betroffen, früher oder später. Der Event ist dafür da, mal einen ersten Schritt, eine Vernetzung zu ermöglichen. Und auch den Leuten, also allen Leuten, die sich befassen mit dem Alter, mit dem Thema Alter, die Möglichkeit zu geben, sich gegenseitig auch über Departementsgrenzen hinaus kennenzulernen, als Menschen, als Forschende, als Lehrende, als Fachpersonen. Also eine Vernetzung, mal eine Grundlage für eine Vernetzung zu schaffen. Es hat so viele Teilnehmende jetzt da. Es hat so viel Ressourcenpotenzial. Oder? Wir haben in allen verschiedenen Teilschulen läuft schon bereits extrem viel Altersarbeit, so ganz spezifische Projekte. Und ich denke einfach, diese Ressourcen könnte man bündeln und könnte auch Themen im Altersbereich einfach umfassender beleuchten und integrieren mit verschiedenen Perspektiven. Oder man nimmt ja nicht das Alter allein im Fokus, sondern es sind verschiedene Prozesse, die bestimmen eigentlich, wie das Alter dann am Schluss auch verläuft und wo Unterstützung gefordert wird. Und wir haben da einfach ein Potenzial mit diesen verschiedenen Teilschulen, wo vermehrt die Zusammenarbeit einfach unabdingbar ist eigentlich. Und das viele Wissen aus der anthropologischen Forschung, die wir schon lange haben, wirklich in Praxis. Zum Beispiel in Form von einem Laden sein oder in Form von einem Kaffee. Wir haben uns überlegt, dass eine Herausforderung bei Forschungsprojekten ist, dass Bedürfnisse aus der Praxis manchmal nicht so klar ist vorab und erst am Schluss angeschaut wird. Und wir haben uns überlegt, dass wir beispielsweise mit einem Thinkathon, wo wir wirklich ältere Menschen mit einbeziehen, aber auch Leute, die mit älteren Menschen arbeiten, sei es das Spitex, Angehörige aber auch, könnten wirklich die Probleme identifizieren und ganz konkrete Lösungsvorschläge erarbeiten, die wir dann im Rahmen von einem Forschungsprojekt beispielsweise könnte weiter erarbeiten können. Wie können wir ein gemeinsames Vokabular finden? Das ist ja dann immer schwierig. Teilhabe, also Teil kann man haben, am gesellschaftlichen Leben und in Verbindung kann stehen mit anderen Menschen, bleibt man auch gesünder, als wenn man das nicht kann.